Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dinkum. Genau, wir sind in Folge 13 und es geht wieder los. Genau, so simpel ist es. Wir haben letztes Mal schön Brücken gebaut, das heißt, die letzten Male schön die Brücken gebaut. Oh, wir haben Post, da können wir auch mal eine Runde hingehen. So, Fletch hat Post. Open. Ah, ein Geschenk, das ist hervorragend. Gleich mal eine Runde mitnehmen. Was wir auch lange nicht gemacht haben, ist hier eine Übersicht gucken. Ah, wir haben einen Brieffreund gekriegt. Das ist natürlich gleich die passende, ne, Abfrage gewesen. Da ist sonst auch nichts. So, cooking something at the cooking table. Vier Tiere jagen und Gras entsorgen. Okay. Das Geschenk. Das ist natürlich erstmal die Frage, wie sieht das denn aus? Oh, das ist noch ein kleiner Tisch. Okay. Wir stellen weitere kleine Tische. So, wie sieht es denn hier drinnen aus? Wir haben die Brille, die haben wir noch nicht ausprobiert. Das wollten wir anstatt unserer Sonnenbrille. Das ist immer noch eine Sonnenbrille. Die sieht bloß irgendwie komisch eckig aus. Sieht man mit Hut schlecht. Ich nehme den Hut mal kurz ab. Wow, okay, so mit hochgezogenen Ecken und so. Naja, Geschmacksfrage, aber warum nicht? Muss jeder selber wissen. Ja, die sollten wir eigentlich mal kochen, weil wir haben wenig von dem Zeug da. Die Triangel. Falsche Kiste. Richtige Kiste. Die Triangel Sunglasses packen wir mal weg. Die Fliege können wir verkaufen. So. Ne, hier ist mal so die Sache, kochen ohne sich selber dabei anzuzünden. Das ist immer auch eine schöne Geschichte. Ne? Aber wir können momentan ein bisschen was kochen, weil Dings hat eh noch nicht auf, der John. Und okay, wir können natürlich drüben gucken, was Fletch noch so Schönes möchte. Das werden wir aber auch gleich mal tun. Aber erstmal ein paar von den Dingern hier kochen, weil das ist halt der günstigste Energielieferant. Wir können natürlich auch die anderen Früchte essen, die bringen noch eine Energie mehr. Aber die bringen auch Leben und Leben haben wir eigentlich meistens voll, deswegen ist es eigentlich nicht das Problem. Deswegen esse ich lieber die einfacheren Sachen, weil meistens kommen wir mit dem Energievorrat, was die bringen, hin, weil das ist fünfmal und dreimal können wir es essen, ne? Deswegen passt das dann einigermaßen. So, schnell durchgezogen den Spaß hier. Da mal gucken, was wir noch alles Schönes machen. Ich will überlegen, ob wir einige Sachen doppelt hinstellen, wie zum Beispiel den Schmelzofen oder sowas, oder gucken, was der andere Schmelzofen kostet, damit wir einfach das Ganze schneller umsetzen können. Ne, auch dieser Barbecue wird das Ganze schneller braten und man zündet sich auch nicht mehr gegenseitig, nicht, wie das heißt gegenseitig, man zündet sich auch nicht mehr selber an. Das wäre natürlich auch noch so eine Option, sag ich mal, als wenn man hier mal ins Lagerfeuer stolpert, ne, weil das ist mir ja schon ein paar Mal passiert. Das muss ja nicht unbedingt sein. Ne? Ja, und dann müssen wir sehen, dass wir Kohle machen, um die Lizenzgeschichten dann zu machen. Das heißt, wir werden auch mal eine Runde hier am Strand. Soll es eigentlich ziemlich gut funktionieren mit dem Gerät arbeiten, um den Metalldetektor arbeiten, um Sachen zu finden. Oh, ich hatte schon vergessen, was reinzulegen. Auch schön. Geht ja schneller wie gedacht, wenn man auch was reinpacken würde, ne? Es brät am besten auf dem Feuer, nicht daneben. Es sind noch drei Stück, die wir in der Tasche haben. Die machen wir noch mal im Flott. Dann haben wir erstmal einen ganzen Stapel da drin. Seht ja, wie das alles vor sich hin Sternchen da, ne? So, hier noch ein. So, und dann können wir hier nämlich schon mal den Spaß aufnehmen. Ohne uns anzuzünden, das hätte natürlich was. So, ich hätte schon wieder 29 Stück an Bord. Das ist ziemlich genial. Ja, dann latschen wir mal eine Runde rüber. Oh. So ein Schmetterling nimmt man immer mit. Der bringt nämlich gutes Geld. Oh, da schwimmt ein Krokodil. Das hilft ihm nicht, wenn wir auf der Brücke sind. Da ist noch ein Schmetterling und da vorne fliegt auch ein Schmetterling. Vielleicht haben wir gerade Glück, dass sie als Aufgabe hat, sucht mir den Schmetterling. Zwei Sorten Schmetterling und
Eine Fliege haben wir schon in der Tasche. Kein Besuch heute. Natürlich nicht so schön. Dann chatten wir erstmal kurz, was sie so hat, ob sie einen Job für uns hat. Nee, da sind wir raus, weil Eier haben wir nicht, weil wir haben gar keine Tiere in die Richtung. So, wie sieht es denn lizenzmäßig aus? So, Mining haben wir grundsätzlich. Da müssen wir erstmal Level, den nächsten Level machen, nämlich 10, damit wir hier Mining 2 freigeschaltet kriegen. Fishing haben wir, glaube ich, so viel auch noch nicht so wirklich gemacht. Das ist der Metalldetektor-Part. Hunting License haben wir. Das haben wir auch. Ich weiß nicht, was bei Landscape noch anders ist. Wir machen auch Spaß mal Landscape. Mal sehen, wie das ist. Okay. Oh, hier kriegen wir. Ach so. Oh, es gibt Wege und Treppen auch. Okay. Ja, Treppen kann natürlich auch mal was Feines sein, wenn man nicht unbedingt hat, den ganzen Boden auf eine Etage abzutragen. Dann hat das was. Hier gibt es jetzt eben erstmal einen ganzen Schwung Crafting-Rezepte. So. Oh, Windmühlen bauen und sowas und produktionsspezifische Sachen. Ja, die hilft die ganze. Okay. Fencing Option. Okay. Also das heißt, immer wenn man so ein paar Sachen macht, dann kriegt man andere Lizenzen wieder freigeschaltet, die man vorher vielleicht gar nicht hatte, ne? Also gar nicht mal so doof der Gedanke. Wir gucken jetzt mal, was der gute John will. Und wir könnten durchaus mit den Gedanken spielen, uns auch mal so eine Jagdlizenz mal auszunutzen und uns auch tatsächlich mal eine Jagdwaffe zu holen. Bin mir zwar noch nicht sicher, was, aber ich schätze mal, ein Speer ist gut, weil wir damit auf Entfernung weiterarbeiten können. Ich glaube, das ist immer noch eine Handwaffe zum Zustechen, aber ja. Ah, hier können wir auch ein paar Sachen von sammeln. Wenn man dann, glaube ich, an der richtigen Stelle ist, kann man sogar die Muscheln, sag ich schon, die Quallen dementsprechend hauen. So, dann kommen wir bei John rein hier. Schon hat da eine Kiste stehen, da können wir auch mal gucken, was das ist. Erstmal gucken, was er haben will. Nicht, dass er was haben will und wir verkaufen es eine Sekunde vorher. Nee, John, also ich kann es nicht immer machen, weil ne, es hilft mir nicht, wenn wir 1000 Klamotten haben und wir kommen dann einfach nicht in die Füße, weil wir ja so viel noch bezahlen müssen. Ne? Ich meine, wir haben da einen Speer, den können wir noch eine Runde unten in die Leiste ziehen. So, Sell. Sounds gut. So, und wir haben hier eine Ersatzaxt, um noch eine Kupferaxt zu bauen. Wir haben keine Ersatzspitzhacke. Andere brauchen wir auch nicht. Oh, hier unten ist noch ein Schmetterling. Okay. Ich habe noch einen übersehen. Den brauchen wir auch nicht. 660 nehmen wir. So, ich nehme jetzt sicherheitshalber noch eine Spitzhacke mit. Basic Pickaxe, genau. Die nehmen wir. Sehr schön, freut sich der John über den Verkauf. Haben wir wenigstens was für ihn getan. Ne? Ihr seht, hier gibt es schon den nächsten Schmetterling. Schmetterlinge geht hier ratzfatz. Hier sind die Vögel heute ein bisschen in Aufruhr, kann das? Die wursteln hier rum, man gibt es überhaupt gar nicht. Hier kann man wieder ein bisschen harvesten. So. Ah, da ist ein dickes Krokodil. Ist die Frage, wie ich mich daran traue oder ob überhaupt. Kann natürlich auch einfach mal sagen, okay. Ich schmeiß mal die Angel hier hin. Ich glaube, das muss das Erz zupfen und wenn das Dollar zupft, da muss man drücken. Solange es so am Planschen ist, ist das wie wild am Rumzütteln. Dann ne? Will es abhauen, spricht der Fisch. Und da ist er uns abgehauen.
Das ist ja nicht gerade fair gewesen, würde ich sagen. Gucken wir mal, ob wir den kriegen. Oh, der war nicht gut. Und? Der war noch weniger gut. Also mit Angeln habe ich es irgendwie noch nicht so, muss ich sagen. So. Ich weiß nicht, also irgendwie will das nicht so, wie ich das sonst so hier so spiele. Hat mein Angeln irgendwie verändert? Weiß ich irgendwo was von nicht? Los, Fisch, komm ran hier. Das Krokodil ist da hinten. Wir wollen einen Fisch fangen. Wir sollen nicht wegschwimmen. Wir wollen Fisch fangen. So, erst richtet er sich auf, haut ab. Sobald er es nicht tut, kann ich ihn ranziehen. Sobald er wieder es macht, muss ich wieder aufhören, weil sonst reißt meine Leine, wenn ich Pech habe an der Seite. Ja, das ist die Anzeige, die ihr seht. Wenn der Balken rot voll ist, dann reißt der Spaß. Okay. Fisch wehrt sich ziemlich. Und haut auch nochmal ab. Ja. Komm her hier. Yay, und wir haben Fisch gefangen. So muss das sein. Hier sind auch noch Fische. Einmal gezupft. Nochmal gezupft. Und da haben wir einen dran. Ja, sobald es aufhört, hier siehst du, ne? Weil sonst reißt uns die Leine, da müssen wir echt vorsichtig sein. Der versucht immer wagemutig immer wieder abzuhauen. Die kriegen ja auch schwer dichter ran so. Ah ja, das ist ein bisschen länger ruhiger. Los, komm her hier, wir wollen. Ach, und gerissen. Ja, so schnell geht's, ne? So schnell geht's. Der hätte nur noch ein dickerer. Natürlich weggeschwommen in dem Moment. Klar, das ist auch zu einfach. Oh, da kommt einer von der Seite. Und? Ja, einmal vorsichtig ran. Da will er schon nicht mehr. Da ist er rangegangen. Sehr schön. Also irgendwie kommt mir das vor, als wenn es ein bisschen schwieriger geworden wäre, das Angeln. Auf jeden Fall mehr Widerstand. In letzter Sekunde werden wir nochmal abhauen. So. Ja, den Fisch hatten wir gerade auch schon. Ich wollte gerne einen von den größeren da hinten fangen. Obwohl hier ist auch irgendwie ein größerer, oder? Na, komm her. Ist um eine Ecke geschwommen. Machen wir so, und? Wird gezupft, ja. Es kommt wieder ein kleinerer und der zupft, ne? Schaut er wieder ab. Irgendwie wollen die alle nicht. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, hoffentlich kommt das Krokodil nicht näher. Da haben wir einen. Ranziehen. Der sieht auf jeden Fall anders aus, wie die, die wir bis jetzt hatten. Er darf uns nicht zu weit abhauen können, weil sonst sind wir gekniffen, weil dann reißt die Leine.
Ja, kriegen wir jetzt. Und ein Tapun sagt mir gar nichts. Okay. Gucken wir mal, ob der anzuckt. Der sieht auch anders aus wie den, den wir sonst hatten. Ja, kein Interesse mehr plötzlich. Da kommt wieder ein kleinerer. Der hat wahrscheinlich wieder Interesse. Da haben wir ihn auch. Und er flitzt wieder davon. Und wir ziehen ihn wieder ran. Und er haut wieder ab. Ja, ich glaube, den hier machen wir noch. Und dann gucken wir mal, was die Fische so einbringen. Wir haben jetzt ein paar verschiedene. Dann können wir die einzeln verkaufen. Und dann sehen wir auch, was dabei rumkommt. So, ein Jungelpärch. Gut, na, Bauzi, alles klar. Da wohnt John. Wir marschieren nochmal nach John, das machen wir. Und dann, ob Angel in der Hand oder nicht, das können wir immer einsammeln. Und dann gucken wir mal, was John uns so für die Fische geben will. Sell Goods, dann gucken wir doch einfach mal. Also, wir haben so einen Barco Granta. Gucken, was der so wert ist. 1290. Das ist auch nicht schlecht. Dafür, dass wir so ein paar Sekunden am Wasser gestanden haben, ist alles okay. Nächster. Nächster Fisch ist der Jungelperch. Jungelperch. 1200. Also ungefähr gleich. So um die 1200, 1300 lagen die bis jetzt. Dann gucken wir noch, was wir noch hatten. Wir hatten, glaube ich, noch einen. Den Tapun hier. Das ist ein kleiner Shark, okay. Und? Boah, fast 4000, cool. Angeln rockt, würde ich schon mal sagen. So, jetzt haben wir die Preise einzeln gesehen. Jetzt gucke ich mal, ob ich das noch doppelt hatte. Den und so ein Schmetterling hatten wir auch noch. Die Spitz... Achso, nee, die will ich gar nicht verkaufen, ich will's bauen. So, erstmal so. Dann gibt es nochmal 1800, 1600. Das ist doch gar nicht so schlecht gelaufen, finde ich. Fast gut. So, ja, aber der Tag ist noch nicht ganz rum. Man kann auch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Das werde ich auch noch machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Genau, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über einen Teilen freuen. Und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.